Hallihallo und willkommen zurück bei Dawn of Zombie Survival. Ich war fleißig und habe gekocht. Und zwar, ach, das sehen wir jetzt gar nicht mehr. Ist nicht so schlimm. Wir sollten 7 gedünstete Tomaten haben, Fleisch und Pilze 5-mal und gekochte Pilze auch 20 Mal. Ich habe jetzt einfach mal alles von jedem ein bisschen gekocht und eingepackt. Und jetzt schauen wir mal, was Nita dazu sagt. Alles erledigt. Danke, Nita, du hast was bei mir gut. Hier die Belohnung. Ich kann immer auf euch zählen, Leute. Hätte dann noch eine Aufgabe. Klim und seine Leute hatten Streit mit dieser Spezialeinheit, den Zitadellenkorps. Sie haben dabei eine Rakete abgeschossen, die meine Bar getroffen hat. Oh, zum Glück ist niemand draufgegangen, aber meine Bar braucht wieder alle 4 Wände. Ich habe mir meine Schrotflinte geschnappt und wollte ihnen Beine machen. Die Wandler halten mich hin, sie sagen. Sie sind sich selbst überlassen, ohne Anführer, ohne Befehle, ohne Geld. Tja, ich führe zwar ein Buch mit meinen Schuldnern, aber wer weiß, wann die zahlen können. Und ich friere mir schon den Arsch ab ohne Wand. Ihr sammelt die Materialien und ich schicke euch ein Geschenk. Abgemacht? Na ja. Baubeton 10 Stück und hochwertige Bretter 20 Stück. Das sollte zu schaffen sein. Allerdings habe ich es mal wieder nicht vorrätig. Bin nämlich gerade dabei, meine Bestände mal wieder ein bisschen aufzufüllen. Aber wir gucken mal. Baubeton. Baubeton. Wie viel? 10. Das ist doch schon mal was. Und hochwertige Bretter. Und das ist die hier? Haben wir quasi auch. Na, das ging ja fix. Ich sammle mal derweil die Kiste ein. Ah, wir haben eine Belohnung bekommen für die Quest eben, die Wandlertruhe. Dann nehmen wir die anderen auch gleich mit. Gucken wir mal, was in der Wandlertruhe drin ist. Ah ja, sehr schön. Und unsere Tagestruhe ist auch in Ordnung. Hast du? Hast du? Nein. Gut, dann gehen wir hier schnell mal. Erstmal den Jungen hier wegräumen. Dann ist es ja hier wieder praktisch. Nein, andersrum. Die da rein. Die da rein und die da rein. So, dann bringen wir den Rest auch noch schnell weg. Und dann nehmen wir halt die Bretter von hier. So. Kleidung. Einmal den. Kein Platz mehr. Verdammt. Kommt sie an. So, und dann machen wir das auch gleich weg. Wenn wir schon mal dabei sind. Na, wo ist es denn? Nee. So, und dann können wir gleich unser Holz holen. Zacki. So.
gleich mal die nächste Aufgabe erfüllt. Das ist doch praktisch. Danke, Leute, das werde ich euch nie vergessen. Ich melde mich, wenn ich einen neuen Auftrag für euch habe. Anscheinend sendet jemand eine Notfallnachricht. Hast du reingehört? Nee. An alle Bewohner des letzten Territoriums. Hier spricht Major Solopov, Kommandant des Kordons und der Spezialkräfte des Zitadellenkorps. Der Kurier der Zentrale wurde getötet, als er wichtige Dokumente bei sich trug. Wir verdächtigen eine feindselige Gruppe, die sich die Geier nennt. Das Zitadellenkorps hat eine Belohnung für die Rückgabe der Dokumente ausgesetzt. Angeblich soll einer der Anführer sie bei sich haben. Aha. Bürger der Territorien. Alle Versuche, die Dokumente unerlaubt zu stehlen oder zu lesen, werden auf Basis des Kriegsrechts bestraft. Eieiei. Das Zitadellenkorps dankt Ihnen für Ihre Mitarbeit. Ende. Puh, ganz schön schroff. Kein Wunder, dass Wandler das Militär nicht mögen. Eigentlich mag es keiner. Wir sind noch nicht in der Bruderschaft. Aber nur beim Zitadellenkorps bekommen wir brauchbare Waffen und Rüstung. Und das heißt, hol die Dokumente aus dem belagerten Haus. Na, herzlichen Glückwunsch. Das ist eins, wo ich mich noch nicht hingetraut habe. Aber dann wird es wohl endlich mal Zeit, dass wir das angehen. Weil wir brauchen ja auch irgendwann mal hier diesen Vorkriegskleber. Und den gibt es wohl im belagerten Haus. Darauf muss ich mich vorbereiten. Das geht so schnell nicht. Ansonsten habe ich erstmal nichts Neues für euch. Ja, ich würde sagen, kurz und bündig, das soll es erstmal gewesen sein für heute. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye.